Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich hiermit begrüßen zu der Veranstaltung Freiheit, Frieden, Sicherheit und Entwicklung, die Vereinten Nationen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Diese Veranstaltung findet heute ganz virtuell statt. Ursprünglich war vorgesehen, diese heute in Maxhaus in Düsseldorf stattfinden zu lassen, hybrid mit einer Online-Veranstaltung aufgrund der Corona-Bedingungen mussten wir nun kurzfristig entscheiden, diese Veranstaltung ganz virtuell stattfinden zu lassen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Dies ist eine Veranstaltung, die wir gemeinsam durchführen mit der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Dafür gilt unser herzlichster Dank, vor allen Dingen an den Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalens sowie seinem Hause. Die Veranstaltung wird zudem gemeinsam durchgeführt von dem Internationalen Konversionszentrum Bonn, dem BIC, von dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, dem DIE, das heute durch Anna Katharina Hornitsch vertreten ist, und durch das CASIS, das Center for Advanced Security Studies and International Integration Studies, das durch Herrn Professor Schlie heute vertreten ist. Der heutigen Veranstaltung wollen wir uns sehr stark mit den Vereinten Nationen beschäftigen. 75 Jahre Vereinten Nationen bieten Anlass dafür, darüber nachzudenken, wie der heutige Zustand der Vereinten Nationen sich darstellt und in welchen Politikfeldern sich hier gegenwärtig Dynamiken entwickeln. Diese Veranstaltung bringt zentrale Akteure aus dem Bonner Umfeld zusammen. Akteure, die sich in den Feldern von Entwicklung, von Frieden, aber auch von Sicherheit mit diesen Themen beschäftigen, dort in den letzten Jahren ein internationales Gesicht gewonnen haben und die auch gemeinsam zusammenwirken. Zu erwähnen ist auch, dass diese Institutionen auch gemeinsam in der Bonn Alliance for Sustainability verbunden sind, die versuchen, Nachhaltigkeitsfragen anzugehen und gemeinsam hier Lösungen zu etablieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass mit Jakob Riener, der Geschäftsführer der Bonn Alliance, hier zu uns gestoßen ist. Professor Riener ist ein besonderer Kenner der Vereinten Nationen, der selbst jahrelang die United Nations University in Bonn geleitet hat und gegenwärtig eben an der Universität Bonn ist. Herr Riener, vielen Dank dafür, dass Sie gleich die Moderation übernehmen. Bevor wir einsteigen, freuen wir uns aber auch sehr darüber, dass Minister Holthof-Pförtner uns ein Geleitwort, ein Begrüßungswort gespricht, das wir nun hören werden. Sehr verehrte Frau Professorin Hornitsch, sehr geehrter Herr Professor Schetter, sehr geehrter Herr Professor Schlie, sehr geehrter Herr Professor Riener, meine Damen, meine Herren im digitalen Raum. Vor 75 Jahren hat sich die Weltgemeinschaft mit den Vereinten Nationen einen gemeinsamen Rahmen gegeben, der es uns ermöglicht, trotz aller Differenzen und Konflikte zusammenzuarbeiten. Die nordrhein-westfälische Landesregierung freut sich, dass sie heute in Bonn gemeinsam die Arbeit der Vereinten Nationen würdigen. Zwar in einem anderen Rahmen, als wir es uns gewünscht hätten, das ändert aber nichts an unserer großen Freude. Und erst recht allen Herausforderungen zum Trotz, vor denen die Vereinten Nationen heute stehen, begehen wir das Jubiläum einer Organisation, die in ihrer 75-jährigen Geschichte immer wieder bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der dringenden Herausforderungen in unserer Welt zu leisten. Ihr Engagement in der Friedenspolitik, in der globalen Klimapolitik sowie in der internationalen Gesundheitspolitik sind hier nur einige Beispiele. Wir erleben, dass die Bereitschaft zu multilateraler Kooperation, so wie sie durch die Vereinten Nationen verkörpert wird, in vielen Ländern dieser Welt nachlässt. Diese Kooperation ist dringender denn je. Die grenzüberschreitenden Herausforderungen, die wir durch die Corona-Pandemie, den Klimawandel und die fortschreitende Digitalisierung erleben, führt uns auf das Eindringlichste vor Auge, dass wir das gemeinsam machen müssen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, konstatiert in diesem Zusammenhang eine Zeit,
die durch, Zitat, einen Überfluss multilateraler Herausforderungen einerseits und einem Defizit multilateraler Lösungen andererseits gekennzeichnet ist. Unseren Experten auf dem Podium wird diese Situation erschreckend bekannt sein. Die Richtigkeit der Aufforderung des Thomas von Aquin an uns wird überdeutlich. Für Wünsche muss man beten, für Veränderungen muss man hart arbeiten. Das gilt für jeden von uns, aber eben auch für die Vereinten Nationen und sicher genauso für die Lage vieler Mitgliedstaaten. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine der größten Beitragszahlerinnen der Vereinten Nationen und gehört zu den engagiertesten Förderern von Programmen der UN-Organisationen in der Entwicklungspolitik, der Friedenssicherung und nicht zuletzt auch in der Klimapolitik. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen arbeitet im engen Schulterschluss mit der Bundesregierung, der Stadt Bonn, an der Weiterentwicklung und dem Ausbau des internationalen Standortes Bonn. Bonn ist Sitz von über 20 Organisationen der Vereinten Nationen und einer Vielzahl weiterer internationaler Organisationen. Die renommierten Forschungseinrichtungen am Standort, die über eine umfangreiche und international anerkannte Expertise verfügen, insbesondere in der Friedens-, Sicherheits- und der globalen Entwicklungspolitik, sind uns dabei wichtige und verlässliche Partner. Ich freue mich sehr, dass wir mehrere Vertreter dieser exzellenten Forschungseinrichtungen als Kooperationspartner für unsere heutige Veranstaltung gewinnen konnten. Unter dem Titel Freiheit, Frieden, Sicherheit und Entwicklung – die Vereinten Nationen zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist es uns ein gemeinsames Anliegen, die Arbeit der Vereinten Nationen über die Grenzen der UN-Stadt Bonn hinaus noch bekannter zu machen, den Austausch über die Perspektiven der Vereinten Nationen voranzutreiben, um das Interesse an der multilateralen Zusammenarbeit weiter zu fördern. Bevor ich das Wort unserem Moderator, Herrn Professor Riener, übergebe, danke ich nochmals sehr Professor Schetter, Professor Schlie, Frau Professor Hornitsch und Herrn Professor Riener und deren Teams für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Bedanke ich mich sehr herzlich auch an Sie, geht mein Dank auch an Sie, das Publikum, die im Netz sind, für Ihr Interesse und für Ihre Teilnahme heute. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Austausch und danke Ihnen für Ihr Interesse. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie nun auch im Namen des Podiums, ich werde uns Podium nennen, obwohl wir alle an verschiedenen Orten sitzen, auch im Namen des Podiums ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Die Vereinten Nationen feiern heute ihren 75. oder nicht heute, dieses Jahr ihren 75. Geburtstag. Ich bin mir sehr sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen bei den Vereinten Nationen dieses Jubiläum, diesen Geburtstag gerne anders begangen hätten. Sie hätten ihn wahrscheinlich gerne mit einem Glas Getränk in der Hand miteinander zusammen begangen. Trotz aller Probleme, die man hat, gibt es viel Grund auch zum Feiern, sich über viel gute Arbeit zu freuen. Sie hätten sich wahrscheinlich auch eine etwas weniger Probleme gewünscht in diesem Jahr, als Sie es haben. Auch wir hätten dieses Event, das wir heute haben, gerne anders begangen. Wir hätten uns alle viel lieber in Düsseldorf getroffen. Wir mussten das jetzt abändern. Ich möchte aber auch sagen, dass wir vor 10, 15 Jahren keine andere Wahl gehabt hätten, als den Anlass abzusagen. Jetzt müssen wir das nicht mehr tun. Jetzt haben wir eine zwar etwas andere, aber wir haben eine Möglichkeit, miteinander das in dieser Weise durchzuführen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass trotz all der Probleme, die wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden diskutieren werden, eben auch viele Dinge in eine gute Richtung gegangen sind. Gerade die Art, wie wir miteinander in einer so schwierigen Situation kommunizieren können oder viele von uns kommunizieren können.
Ich möchte, bevor wir starten, mit einigen Hausordnungsbemerkungen anfangen. Hausordnung auch in einem virtuellen Sinne. Zeitlich haben wir das so vorgesehen, dass wir in etwa 40 Minuten auf dem Podium miteinander diskutieren und dann Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, das Wort geben. Das Wort wird eher in Schrift sein. Sie können sich nicht persönlich, also sozusagen stimmlich melden, sondern Sie müssen das über die unten sichtbare Frage- und Antwort-Modus machen. Sie müssen die Fragen schriftlich eingeben, bitte nicht auf dem Chat-Modus, der ist nicht aktiv für Sie, sondern im Frage- und Antwort-Modus. Der Vorteil ist aber, dass Sie die Fragen auch schon eingeben können, bevor ich Ihnen das Wort gebe. Das ist der Vorteil des Ganzen, das wir heute haben. Die Fragen sind nur für uns sichtbar hier in der Gruppe der Panelistinnen. Ich werde aus Datenschutzgründen keine Namen nennen, sondern ich werde einfach formell sagen, eine Frage aus dem Publikum. Dies, wie gesagt, aus Datenschutzgründen. Wenn Sie Fragen direkt an die Panelistinnen stellen möchten, also wenn Sie genau wissen, von wem Sie die Antwort haben möchten, dann können Sie das auch vermerken. Ich weise nochmals darauf hin, ich weiß gar nicht, ob das schon am Anfang gemacht worden ist, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das ist ebenfalls sehr wichtig, dass wir das sagen. Wir haben das, glaube ich, in der Einladung nicht geschrieben. Nun, meine Kolleginnen und Kollegen auf dem Podium, bitte ich, sich, wenn Sie sich unbeachtet fühlen, durch Handaufheben bemerkbar zu machen. Ich glaube, wir können uns dadurch auch etwas das Gefühl einer normalen Veranstaltung geben. Es ist also keine elektronische Kommunikation zwischen uns nötig. Ich würde nun, obwohl das schon kurz passiert ist, meine Kolleginnen und meine Kollegen kurz vorstellen. Frau Professorin Anna-Katharina Hornitsch ist seit März dieses Jahres Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und sie ist auch Professorin für globale nachhaltige Entwicklung an der Universität Bonn. Herr Professor Konrad Schetter, er hat schon zu Ihnen gesprochen, ist der wissenschaftliche Direktor des BIC. Für diejenigen, ich nehme an, das gilt für sehr wenige, aber wenn jemand etwas weiter von der Szene weg ist, das BIC ist ein sehr renommiertes Friedens- und Konfliktforschungsinstitut. Das ist vielleicht aus dem Namen nicht ganz ohne weiteres sichtbar. Er ist aber auch Professor für Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Bonn. Und last but not least, Herr Professor Ulrich Schlie ist seit April dieses Jahres Henry Kissinger Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Universität Bonn. Sie sehen also, wir sind alle von der Universität Bonn. Wir haben aber alle unsere weiten Netzwerke in NRW, in Deutschland und darüber hinaus international. Also sind auch alle in verschiedenster Beziehung eben zu den Vereinten Nationen, die ja in Bonn, das ist das Schöne an der kleinen Stadt, gerade über der Straße sind. Nun, ich möchte keine Worte mehr weiter verlieren. Freiheit, Frieden, Sicherheit, Entwicklung, das sind große Worte. Frau Hornitsch, ich muss dazu noch voraussagen, wir sind eine kleine Familie, wir sitzen uns normalerweise nicht. Ich werde das hier aber per Sie machen, weil es für Sie vermutlich einfacher ist, sich an den Nachnamen als an den Vornamen zu orientieren. Deshalb, Frau Hornitsch, das Thema, das die UN ja jetzt eben sehr stark beschäftigt, das auch uns hier, ja, ich habe es gerade erwähnt, sehr stark beschäftigt, ist die Pandemie, Covid-19. Wir haben die Skepsis gesehen, mit der die zuständige UN-Organisation, die Weltgesundheitsorganisation, konfrontiert war, auch zum Teil eine offene Feindseligkeit, die da auch aus politischen Kreisen entgegengeschlagen ist. Wir haben aber auch vor etwa 3 Wochen den Friedensnobelpreis an das Welternährungsprogramm gesehen. Also zwei Beispiele von sehr unterschiedlichen Arten, wie offenbar die UN wahrgenommen wird. Frau Hornitsch, können Sie uns ein Bild zeichnen der Leistung, der Performance der UN angesichts dieser Pandemie, wie Sie es wahrgenommen haben in den letzten Monaten? Ja, ganz herzlichen Dank, Jakob Riener. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte ganz herzlich mich bedanken bei der Staatskanzlei und den kooperierenden Instituten BIC, CASIS,
der Bonner Allianz für Nachhaltigkeit und dem DIE für diese gemeinsame Veranstaltung. Die Pandemie und Performance des UN-Systems. Ich denke, da ist es unheimlich wichtig, zunächst einmal sich immer wieder vor Augen zu führen, dass wir es ja nicht nur ausschließlich mit einer Gesundheitskrise zu tun haben, sondern eben auch einer sozioökonomischen, einer humanitären Krise, einer sicherheitspolitischen Krise und weiteren. Und insofern wir im Grunde genommen das UN-System als Ganzes hier auch betrachten müssen und zunächst einmal auf die Stärke des Systems hinweisen müssen, die sich gerade im Moment einer so vielfältigen Krise entfaltet, nämlich dass ganz unterschiedliche UN-Agenturen auch aus den jeweiligen Spezialgebieten sozusagen mit auf die Krise reagiert und auch sozusagen schon langfristig vorausschauend weitere Maßnahmen unternimmt, um mit dieser Krise längerfristig umzugehen. Das heißt, was wir beobachtet haben in den letzten Monaten, ist eigentlich die UN als einmal Convener und Anwalt der Schwächeren. Also diese Rolle wurde ganz stark ausgefüllt und wird auch weiterhin ganz stark ausgefüllt, aber auch die Rolle als UN als humanitärer Akteur und die UN als Wissensakteur und weitere Rollen. Aber ich habe beschlossen, kurz auf diese drei einzugehen. Wenn wir uns also vor Augen führen, UN als Anwalt der Schwächeren, da haben wir beobachten können, dass schon im April, also relativ schnell sozusagen, Antonio Guterres seinen Report, seinen Bericht über sozioökonomische Auswirkungen der Krise vorstellte und hier auch sehr schnell darauf drängte, dass entsprechende Finanzmittel bereitgestellt wurden, also ein Multipartner Trust Fund für entsprechende Maßnahmen. Er hatte dann auch im Mai, 28.05., hat er seine Rolle als Generalsekretär genutzt, um das größte UN-Gipfeltreffen seit Beginn der Krise virtuell zusammenzurufen und hier sozusagen die Krise auch zu nutzen, um die Weltgemeinschaft zusammenzubringen. Weitere Aktivitäten im Bereich UN als Convener und als Anwalt der Schwachen tauchen sicherlich noch im Laufe der Diskussion auf. Dann können wir sozusagen den nächsten Schritt gehen und uns die UN als humanitärer Akteur vor Augen führen. Und hier muss man ganz deutlich sagen, dass sie momentan wirklich im operativen Bereich der humanitären Hilfe und Krisenreaktion glänzt. Und hier Mitte März präsentierte der Generalsekretär sofort den Global Humanitarian Response Plan, das heißt einen ausführlichen Plan, in dem festgestellt wurde, wo muss angesetzt werden humanitär. Und die Logistik für die Implementierung und Umsetzung wurde vom World Food Programm gestemmt. Dafür hat das World Food Programm jetzt auch den Friedensnobelpreis erhalten. Aber im Grunde genommen konnten wir hier beobachten, dass die UN-Akteure hier ganz klar sehr schnell reagierten im humanitären Krisenresponse und sehr zielgesteuert sozusagen die Rolle als humanitärer Akteur auch aufgegriffen haben. Und dann konnten wir natürlich beobachten, UN als Wissensakteur, Sie sprachen es eben schon an, ne? Also die Rolle der WHO gerade in Bezug auf die Virusausbreitung selbst. Aber wir konnten eben auch beobachten, dass eine unheimlich große Breite der verschiedenen UN-Agenturen hier Analysen und Berichte vorlegten, um diesen sehr schnell voranschreitenden Prozess der Veränderung, also dieser Krise, die sich entfaltete, gerecht zu werden und zu greifen. Also von daher muss man, denke ich, diese verschiedenen Rollen wirklich würdigen und gleichzeitig, ich komme auch zum Schluss, gibt es weitere Fragen, gleichzeitig ist es natürlich auch zu erwähnen, dass wir trotzdem auch eine Lähmung sozusagen des Sicherheitsrates beobachteten. Also es dauerte ja sehr lange, bis es dann jetzt am 1.7. zur Verabschiedung der Resolution zum globalen Waffenstillstand kam. Das heißt,
auch wenn wir die unheimliche Leistung in diesen verschiedenen Bereichen würdigen, sehen wir natürlich auch, dass leider die Krise eben nicht zu einer Einigung geführt hat, sondern eigentlich die schon vorher immer wieder sozusagen hervorgerufene Krise des Multilateralismus durchaus auch gleichzeitig am weiteren Entbrennen ist, ne, und sich entfalten ist. Vielen Dank, Frau Hornitsch. Sie haben da gleich das ganze Spannungsfeld schon abgesteckt. Wenn ich vielleicht, Herr Schetter, gerade einer der Sektoren, die humanitäre Hilfe, aufgreifen darf. Diese humanitäre Hilfe, eben für die ja das Welternährungsprogramm auch ausgezeichnet worden ist, jetzt gerade mit dem Nobelpreis, die findet ja meistens nicht dort statt, wo es am einfachsten ist, hinzugehen. Die findet sehr oft ja in Konfliktgebieten statt. Da öffnet sich ja auch eine weitere Frage, die man, und ich gehe jetzt da bewusst sozusagen nicht als ehemaliges Mitglied der UN, sondern als Zeitungsleser sozusagen, das Bild, das ich oft bekomme, ist, dass es für die UN schwieriger und schwieriger wird, sich in diesen Konflikten wirklich sozusagen auch als Führungskraft, als Gestaltungskraft noch anzubieten oder durchzusetzen, dass sie da oft auch etwas in die Zuschauerrolle gedrängt wird. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, was wäre zu tun in Zukunft, um das wieder anders hinzubekommen? Rina, ich glaube, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist, glaube ich, erstmal die Wahrnehmung. Wie nehmen wir die Vereinten Nationen gerade in den großen Konflikten der Welt wahr? Und da sehen wir natürlich einen Trump, da sehen wir einen Putin, sehen auch gerade, Anna Hornitsch hat es angesprochen, die Blockade im Sicherheitsrat. Wir sehen, dass die Vereinten Nationen ein Dinosaurier sind, der unbedingt reformbedürftig ist. Das ist das, was wir auf der einen Seite sehen. Auf der anderen Seite sehen wir aber allerdings auch, dass die Apparate der Vereinten Nationen an sich sehr, sehr gut arbeiten. Und gerade eben in Regionen, die doch weiter entfernt sind, gerade in Konfliktregionen, in Regionen, die eben nicht sozusagen so geordnet sind, wie wir es aus unserer Welt kennen, sondern wo man sich wirklich mit Themen wie Krisen, Konflikten im Alltag zu tun hat und wo man auch wieder sehr schnell sieht oder sehr gut sieht, wie schnell die Vereinten Nationen reagieren können. Problem ist einfach, dass wir gegenwärtig doch komplexe Konflikte haben, die weit darüber hinausgehen. Das, was wir jetzt am Kalten Krieg hatten mit einer bipolaren Ordnung, sehr, sehr viele Akteure. Und in denen ist es in der Tat, Herr Riener, da haben Sie vollkommen recht, sehr, sehr schwierig, sich als Akteur zu behaupten. Aber auch hier gilt an sich die Faustregel, die man auch schon zu Zeiten des Kalten Krieges hatte. Je mehr Groß- und Mittelmächte in einem Konflikt das Sagen haben, umso weniger können die Vereinten Nationen ausrichten. Dagegen gerade eher in Konflikten, die eher in peripheren Regionen liegen, etwa in Westafrika, überhaupt in Afrika, dort sind die Vereinten Nationen vergleichsweise stark aufgestellt. Man könnte es noch ein bisschen anders beschreiben. Eigentlich kann man auch sagen, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, die an sich so wenig kriegsbedingt ist wie seit langem. Wir haben eine niedrige Zahl an Kriegstoten, an Gefechtstoten. Das liegt bei unter 80.000 Menschen pro Jahr, was vergleichsweise niedrig ist. Gleichzeitig haben wir immer mehr langandauernde, langschwelende Konflikte, wo gar nicht klar ist, wo Krieg beginnt und wo Krieg endet und Frieden endet. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen, die wir haben, die sich auch den Vereinten Nationen stellt. Ganz, ganz kurz will ich auf drei Punkte eingehen, die, glaube ich, doch deutlich machen, welche Rolle die Vereinten Nationen spielen, wohin das Licht in der Schatten ist. Auf der einen Seite, Frau Hornitsch hat den Sicherheitsrat angesprochen. Natürlich ist der Sicherheitsrat reformbedürftig und ist eben wirklich eine Institution, die seit 75 Jahren sich nicht verändert hat. Aber alleine die Diskussion um den Corona-Begriff, Chinese Disease und diese gesamte Debatte, zeigt eigentlich, wie wichtig sozusagen die Hoheit, die Sprachhoheit im Sicherheitsrat ist. Der Sicherheitsrat beinhaltet nach wie vor ein sehr hohes symbolisches Kapital. Und es gibt kein Land, das nicht dahin strebt, im Sicherheitsrat vertreten zu sein. Das heißt, der Sicherheitsrat per se genießt nach wie vor ein sehr hohes Ansehen, gerade unter politischen Entscheidungsträgern.
Das zweite Thema, Konfliktmediation, die haben es auch angesprochen. Ich glaube, hier hat man auf der einen Seite Licht und Schatten, auf der einen Seite Länder wie den Jemen, wo der Herr Guterres sagen kann, was er will. Es wird weiter gebombt, weiter zivile Opfer zu beklagen und die Koalition um Saudi-Arabien kümmert sich überhaupt nicht drum. Also wo man sagen kann, die Vereinten Nationen kriegen hier keinen Fuß auf den Boden. Auf der anderen Seite nehmen Sie das Fall Libyen, wo ja jetzt zumindest ein erster Waffenstillstand ausgehandelt wurde von den Vereinten Nationen. Also ich denke, dass es hier die UN-Sondergesandte Stephanie Williams wirklich etwas erreicht hat. Man weiß nicht, wie weit das geht, aber wo man zeigt, dass die Vereinten Nationen doch in einem Konflikt, in dem auch sehr viele Mittelmächte beteiligt sind, in der Lage war, hier etwas zu bewirken. Der dritte Punkt ist dann sicherlich das Peacekeeping, also die ganzen Friedenseinsätze der Vereinten Nationen. Auch da, glaube ich, wird auf der einen Seite immer wieder gesagt, hervorgehoben, sind die denn effizient, die dauern so lange, das geringe Ansehen der Bevölkerung. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das, was weltweit für Friedensmissionen ausgegeben ist, wird ein Bruchteil aller Ausgaben im Militärbereich. 0,5% der gesamten Militärausgaben, also quasi ein Nichts, das dafür ausgegeben wird. Gleichzeitig können wir feststellen, auch wissenschaftlich belegen, dass die Peacekeeping-Missionen am erfolgreichsten sind, in der wirken möglichst viele, viele Peacekeeper, die gut ausgebildet sind, vor Ort sind. Das kann man belegen. Und insgesamt kann man auch belegen, dass mit den Peacekeeping-Missionen auf alle UN-Missionen gesamt gesehen die Zahl der zivilen Opfer zurückgegangen ist. Also da ist, glaube ich, das Bild auch mit Licht und Schatten. Gleichzeitig, wenn man das ganze Revue passieren lässt, muss man, glaube ich, mal sagen, der Tiefpunkt, den wir mit den Vereinten Nationen erleben, ist nicht gegenwärtig. Der war Anfang der 90er Jahre mit Ruanda und dem Völkermord. Ich glaube, das sind die Dinge, an die wir uns immer wieder erinnern müssen, dass so etwas nicht wieder geschehen darf. Vielen Dank, Herr Schäte, für das Bild, das ja doch zum Teil etwas das konterkariert, was man eben als Zeitungsleser oder vielleicht auch als jemand, der sich nicht so gut zurückerinnert, dann wahrnimmt. Sie haben jetzt vor allem über sozusagen harte Konflikte, auch eben militärische, gewaltsame Konflikte gesprochen. Herr Schlie, es gibt aber auch einen großen Konflikt, der sozusagen in den letzten vielleicht 10 Jahren die Szene betreten hat, der, wenn wir an den Ost-West-Konflikt denken, auch eine Art Systemkonflikt ist, nämlich der zwischen den USA und China. Die UN hat sich ja eigentlich seit ihrer Existenz in solchen Systemkonflikten behaupten müssen und hat das auch auf vielfältige Weise getan. Sie hat sich da aktiv und vermittelnd reingebracht, eben wenn ich da gerade das Ganze auch vor dem Hintergrund des Westkonfliktes, Ost-West-Konfliktes anschaue. Wird ihr das in diesem Sinne auch mit dem US-China-Konflikt, wenn ich ihn mal vereinfachend so nennen darf, gelingen? Welche Perspektiven sehen Sie da? Ja, vielen Dank, Rina. Vielen Dank auch allen, die zugeschaltet sind und herzlich willkommen meinerseits. Vielen Dank auch an die Landesregierung in Düsseldorf für diese Initiative und die Einladung. Prognosen in der internationalen Politik zu machen, ist immer etwas sehr Kühnes und sehr Schwieriges. Das haben wir uns vor diesem Jahr auch so nicht vorstellen können, dass wir in ein so außergewöhnliches Jahr hineingehen. Wenn ich zurückblicke in der Geschichte der Vereinten Nationen, dann waren die Vereinten Nationen über weite Teile im Kalten Krieg blockiert durch das Veto. Dann gingen wir nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation in ein Zeitalter mit sehr großen Hoffnungen. Ich erinnere an Boutros-Ghali, Agenda for Peace, Agenda for Development. Kollege Schetter hat zutreffend das Desaster bei den großen Seen, die humanitäre Katastrophe in Ruanda und Burundi angesprochen. Was wir in der Gegenwart erleben ist, und damit bin ich eigentlich schon bei einem Teil der Antwort bei der amerikanischen Außenpolitik, ist, wir sehen, dass kein Staat der Erde, auch wenn er noch so mächtig ist, mit den Problemen, mit denen wir heute in der Pandemie konfrontiert sind, diese alleine lösen kann. Von daher ist die Erfahrung der Vereinten
Vereinigten Staaten mit den Vereinten Nationen, die ja auch von großer Skepsis, Zurückhaltung und auch manchmal sogar von einer Blockadepolitik getrieben war, heute an einem Punkt angelangt, wo man hoffen könnte, dass die Einsicht, dass wir alle im selben Boot sitzen, dass wir alle Teil einer Weltinnenpolitik sind, dazu führt, dass man Blockaden, die vorhanden sind, überwindet. Nun haben wir, was den Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten angeht, in den letzten 4 Jahren eigentlich keine Entspannung gesehen, sondern wir haben das Gegenteil, eine nun auch nach außen offenkundige Machtrivalität. Von daher bin ich, was eine optimistische Prognose angeht, sehr skeptisch. Aber die Einsicht, dass wir auf diese Vereinten Nationen angewiesen sind, dass sie zwar nicht perfekt sind, sondern imperfekt, aber dass es eben auch keine Alternative zu ihnen gibt, dass diese Einsicht vielleicht bei der nächsten amerikanischen Administration dazu führt, den Vereinten Nationen wieder ein größeres Gewicht in der amerikanischen Außenpolitik zu geben. Ich erinnere hier nochmal an die frühen 90er Jahre mit Bill Clinton, die Erfahrungen von Somalia und auch die völkerrechtliche Beurteilung, die uns ja zu dem Recht auf humanitäre Intervention und dann eben zu R2P gebracht hat, dass vielleicht hier schon sehr bald ein neuer Ansatz in der amerikanischen Außenpolitik dazu führt, dass das, was Sie in Ihrer Frage angesprochen hat, auch tatsächlich eintritt, nämlich dass die Verantwortung für die gemeinsame Welt dazu führt, dass die Vereinigten Staaten von Nordamerika und China bei der Lösung zumindest dieser globalen Probleme wieder mehr aufeinander zugehen, als sie dies in den letzten Jahren getan haben. Wenn ich vielleicht nachfragen darf hier gerade, die Hoffnung, die man ja haben könnte, ist, dass die amerikanische Politik oder auch der amerikanische Gesichtspunkt wieder dominanter wird, also dass man sich da weniger zurückzieht. Man könnte sich aber auch fragen, ob man nicht den chinesischen Standpunkt, eben die chinesischen Standpunkte, die uns ja vielleicht fremd sind oder mit denen wir uns schwer tun und die ja in der Geschichte der UN nicht die große Rolle gespielt haben. China war immer schon Mitglied des Sicherheitsrates, aber nicht in dieser Stärke, dass da die UN auch eine andere Form finden muss, eben diese verschiedenen Standpunkte besser miteinander zu verbinden. Was würden Sie dazu sagen? Also in dem Sinne eher sozusagen etwas an Equal Footing arbeiten. Also wenn ich mir ansehe das Verhalten Chinas im Sicherheitsrat, was den Gebrauch des Vetos angeht und was das Abstimmungsverhalten bei entscheidenden Resolutionstexten angeht, so bin ich da ehrlich gesagt wenig optimistisch. Das chinesische Verhalten ist doch ganz stark von nationalen Interessen hier bestimmt gewesen. Auch wenn ich an gemeinsame Abstimmungsallianzen mit Russland beim Gebrauch des Vetos zurückblicke. Aber ich wünsche mir, dass vielleicht auch hier und das ganze Prinzip der Vereinten Nationen ist ja auf diesem Prinzip Hoffnung und Prinzip gehen wir in eine bessere Welt aufgebaut, dass auch hier die Einsicht einsetzt, dass China sich nicht aus dieser Verantwortung herausbegeben kann und dass China auch bei allem, was sie als nationale strategische Agenda identifiziert haben und was sie auch sehr konsequent in ihrer Außenpolitik als Ziele verfolgen, dass es China letzten Endes selber besser dient, wenn wir in einer Welt mit funktionierenden internationalen Organisationen leben. Dankeschön. Ich habe jetzt vor allem Punkte angesprochen, wo die UN sich in Spannungsfeldern befinden, wo sie sich sozusagen auf Entwicklungen einstellen müssen, wo sie sich zurechtfinden müssen. Ich glaube, wir würden aber der UN Unrecht tun, wenn wir uns darauf beschränken würden. Wir haben ja im 2015 eine sehr große Initiative starten sehen, die UN Agenda 2030, die Agenda für nachhaltige Entwicklung, die, glaube ich, die ganzen Ideen dessen, was Entwicklung ist, auf eine ganz neue
Ebene heben. Und ich war in diesen Jahren, ich kann Ihnen das auch sagen, war als Mitarbeiter der UN extrem stolz, dass so etwas möglich war. Frau Hornitsch, mit diesem sehr umfassenden Ansatz Leaving No One Behind, mit 17 Zielen, mehr als 200 Indikatoren, die erfüllt werden sollten bis 2030, hat man ja eine, gelinde gesagt, unheimlich ambitionierte Agenda angegangen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass man auch gut weiterkommen kann, wenn man sie nicht alle erfüllt? Ich würde gar nicht fragen, was passiert, wenn man sie nicht, also oder werden wir sie alle erfüllen oder nicht? Ich glaube, das kann gar nicht sein, dass wir bei allen diesen Indikatoren ans Ziel kommen. Aber wie können wir sozusagen diese Agenda gerade in diesen schwierigen Zeiten innerhalb der UN als weiteren Schritt vorwärts brauchen? Beziehungsweise wie könnte eine zukünftige Agenda für integrale Entwicklung aussehen? Ja, herzlichen Dank. Also zunächst einmal müssen wir uns da, glaube ich, vor Augen führen, dass in der Tat wir ja Ende 2019 noch die Erhebung sozusagen im Erreichen oder im Versuch zu die Ziele zu erreichen, zeigten, dass durchaus einige Erfolge zu verbuchen waren, ne? Also im Bereich der Mütter- und Kindersterblichkeit, im Bereich des Zugangs zu Elektrizität zum Beispiel, aber auch im Bereich von Frauen in Führungspositionen, ne? Also es ist ja ein sehr weites Feld. Sie sagten ja eben schon 17 Ziele. Insofern, also da waren wir in der Situation, in der man erste Erfolge verbuchen konnte. Und schon wenige Monate später, ich glaube am Anfang April, meldete dann der Human Development Report schon einen wahnsinnigen Rückfall. Ne? Und gerade auch in den Parametern zum Beispiel, die sich auf Schulbildung von Kindern dann bezogen. Und also alles Parameter, Entschuldigung, soziale Ungleichheiten, den Abbau von sozialen Ungleichheiten in den Vordergrund stellten. Das heißt, wir beobachten hier momentan, natürlich könnte man sagen, dass diese Krise sich massivst auswirkt auf die Aktivitäten in der Zielverfolgung, ne, in Bezug auf die Agenda 2030. Gleichzeitig halte ich es für unheimlich wichtig, was Antonio Guterres vor wenigen Wochen sagte, und er wies darauf hin, dass die SDGs und die Agenda 2030 gerade jetzt sozusagen im Überdenken des Wiederaufbaus oder des sogenannten Recoveries als Zielmarge und als Leitrahmen zu betrachten ist. Es ist davon auszugehen, dass viele der Ziele nicht ganz erreicht werden. Es waren auch wirklich ambitioniert gesteckte Ziele. Auch das muss man sich vor Augen führen. Und die finanzielle Basis momentan, um diese zu verfolgen, ist zunächst einmal weggebrochen. Gleichzeitig gilt es natürlich darum, hier als auf der Ebene der Weltgemeinschaft verhandelte Ziele als Leitlinie und als Leitbilder aufrechtzuerhalten. Das, denke ich, ist gerade in dieser Krisensituation momentan sehr, sehr wichtig. Und auch den systemischen Charakter, also die ein großer Gewinn dieser Agenda 2030 ist ja, dass hier soziale, ökonomische und ökologische Zielgrößen zusammengedacht, zusammengebracht wurden. Und entlang der Nachhaltigkeitsdiskussionen, die auch vorher schon liefen, eben Armutsfragen mit mit vorher sehr stark ökologisch geprägten Nachhaltigkeitsfragen zusammenbrachte. Und genau das führt uns die Krise vor Augen. Genau dieses Zusammenspiel von menschlicher, tierischer und planetarer Gesundheit. Und insofern, denke ich, gilt es gerade jetzt, da an diesen Zielen festzuhalten. Vielleicht noch einen konkreten Hinweis. Wenn wir uns vor Augen führen, dass momentan die Hocheinkommensländer um die 10% ihres
Bruttosozialproduktes in Recovery-Programme, in Wiederaufbauprogramme stecken. Und hier diese Recovery-Programme natürlich ganz klar Modernisierungsschübe anstreben. Wir sprechen von Green Recovery, aber auch in anderen, also in allen Bereichen sozusagen geht es beim Recovery natürlich auch um Modernisierungsprogramme. 10% in Hocheinkommensländern, 3% in Schwellenländern und 1% in den Niedrigeinkommensländern werden sozusagen in diesen Wiederaufbau gesteckt. Das heißt, wir befinden uns momentan in einer Situation, in der wir davon ausgehen können und sehr darauf achten müssen, dass diese ohnehin schon existierende soziale Schere nicht sehr viel weiter sozusagen in die Zukunft katapultiert wird, noch sehr viel weiter auseinandergeht, weil eben manche 10% ihres Bruttosozialproduktes einsetzen können, um ihre Ökonomien, um ihre Gesellschaften zu erneuern und andere nur 1%. Und genau in dieser Situation übernimmt natürlich die Vereinten Nationen und ein multilaterales Netzwerk, wenn ich das mal so sagen darf, von hochspezialisierten Agenturen, die genau diese Breite einer Krise mit systemischem Charakter angehen kann, eine besondere Rolle ein. Danke. Das heißt auch, dass die Agenda 2030 ja nicht nur aus Zielen besteht, sondern uns auch eine Art neues Schema gegeben hat, neues Bild gegeben hat, überhaupt über die globalen Probleme und ihre Zusammenhänge nachzudenken. Ich möchte noch etwas bei dieser Agenda bleiben, Herr Schetter. Es ist ja interessant, dass wenn wir uns jetzt, falls wir das überhaupt noch können, an den letzten Januar zurückerinnern oder an den Dezember, bevor das Virus gekommen ist, dann haben wir ein ganz anderes Thema zu oberst auf der Agenda gehabt, nämlich die Digitalisierung. Alle haben von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz gesprochen. Und das ist interessanterweise im 2015 noch gar nicht so das Thema gewesen, als man die Agenda 2030 lanciert hat. Das zeigt ja auch, wie schnell sich die Dinge bewegen. Wir könnten jetzt mehrere Abende füllen mit der Diskussion über die Digitalisierung. Ich möchte aber ganz spezifisch auf Ihr Gebiet, nämlich die Friedens-, Konflikts- und Sicherheitsforschung hinschauen mit der Frage, was ist eigentlich im Sinne eben der Friedenssicherung, auch der Analyse von Konflikten zu erwarten in den nächsten Jahren mit der Digitalisierung und all den dazugehörenden Technologien. Können Sie uns da versuchen, in einigen Sätzen etwa zu sagen, wo wir da hingehen, auch womit sich dann die UN in Zukunft befassen muss? Das mache ich sehr gerne. Ich würde bei allen jetzt ganz gerne erstmal auf die SDGs eingehen und ein paar Punkte machen, die, glaube ich, auch nochmal das abholen, was Frau Hornitsch gesagt hat. Zum einen erstmal, Darina, haben Sie vollkommen recht, das Thema Digitalisierung taucht per se in den SDGs überhaupt nicht auf. Es ist aber auch nicht verwunderlich, es sind auch viele andere Themen nicht auftauchen. Das Thema Flucht, Migration taucht interessanterweise auch überhaupt nicht auf. Im Nachhinein hat man versucht, der Migration sozusagen danach so als ein Querschnittsthema festzulegen. Aber man merkt einfach, dass wir im Jetzt leben und sozusagen wie schnellläufig unser Leben ist und wir andauernd davor stehen, dass neue Themen auf den Tisch kommen, die alten überlagern. Interessanterweise haben wir die Vereinten Nationen reagiert, haben mittlerweile auch ihre eigene Digitalisierungsstrategie, ihre eigenen Unterbüros aufgemacht, die sich damit beschäftigen. Das ganze Thema nimmt in den Vereinten Nationen stark an Bedeutung zu. Und auch innerhalb der Vereinten Nationen erkennen wir, dass Digitalisierung immer wichtiger wird. Hier ist gerade das Thema der humanitären Hilfe zu nennen, wo etwa verstärkt auch mit Drohnen operiert wird, die sozusagen hier auch humanitär eingesetzt werden. Das heißt also, die Vereinten Nationen sind nicht altbacken, sondern sie digitalisieren sich selbst. Was ich bei den SDGs interessant fand, war eigentlich erstmalig, Herr Riener, Sie haben es angesprochen, der Versuch wirklich dieser holistischen Zusammenschau der globalen Herausforderungen. Und da tauchte zum ersten Mal auch im Vergleich zu anderen früheren Nachhaltigkeitsdiskussionen das Thema von Frieden auf, allerdings in einer Weise, die ich eher fast problematisch fand. Es läuft unter dem SDG-Ziel Nummer 16 zusammen mit Gerechtigkeit und starken Institutionen, betrachtet
genauer, so kann man erkennen, dass das mehr oder weniger so ein Bauchladen ist, so eine Sammelkategorie, in der man all das geschoben hat, was man woanders nicht unterbrachte und im Ganzen am Ende noch eine Friedenstaube oben drauf gesetzt hat. Das heißt, man kann an sich sagen, wenn sich diese Ziele durchgehen, Begriffe wie Konflikt oder Krieg tauchen da gar nicht auf. Das ist sozusagen natürlich ein Thema, was sehr stark auch Staaten wehtun kann, was auch natürlich hochpolitisiert ist und wo sich alle drum gedrückt haben, hier sehr konkrete Ziele anzugeben. Ist meines Erachtens in einer gewissen Weise eine Mogelpackung. Dennoch ist es wichtig, dass es erscheint, dass es genannt wird. Aber hier geht es darum, wirklich stark in die Zukunft zu schauen, das weiter auszubauen und das wirklich auch zu unterfüttern mit Forderungen, was hier wirklich alles hineingebracht werden kann. Und eine Forderung besteht ganz sicherlich etwa aus der Friedenskonfliktforschung. Betrachtet man sich, wie viel Geld in den Militärhaushalt geht, betrachtet man sich, wie viel Geld die Nachhaltigkeitsdiskussion braucht, was gerade die Länder des globalen Südens benötigen würden, um die SDGs zu erreichen. Die Gelder sind vorhanden. Die liegen nur alle im Rüstungsbereich und nicht im Nachhaltigkeitsbereich. Deshalb ist das ein Punkt, den ich immer wieder sehr stark forciere. Wir müssen die Nachhaltigkeitsdebatte gerade um Klimawandel zusammenbringen mit der Debatte der Friedens- und Konfliktforschung. Das sind zwei Stränge, die laufen nach wie vor ganz auseinander und werden nicht zusammengebracht. Die Gelder sind vorhanden, die liegen aus der Perspektive der Friedens- und Konfliktforschung. Mit Ulrich Schlie vielleicht eine andere Perspektive zu haben, meines Erachtens nur auf den falschen Konten. Bei dem Thema Digitalisierung ein paar kurze Punkte. Auch da ist es so, dass die Vereinten Nationen nicht schlafen, sondern sehr, sehr aktiv sind. Allerdings erleben wir, dass natürlich die Vereinten Nationen, als sie damals gegründet wurden, sozusagen das i-Tüpfelchen waren auf dem Gedanken eines verriegelten Krieges. Das heißt, dass ein Krieg beginnt, endet, die Unterscheidung von Zivilisten, Militärs, Unterscheidung von Frieden zu Krieg und. Also ein sehr ausdifferenziertes System, das wir erlebt haben in den letzten 80 Jahren, immer wieder versucht wurde auszuhöhlen an den Rändern. Also immer vor allen Dingen die Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden an verschiedenen Stellen aufzuweichen. Da denken Sie an die hybride Kriegsführung, die wir gegenwärtig in Nagorno-Karabach erleben, die wir vorher in der Ukraine erleben, also hier irreguläre Truppen hat, die man hier einsetzt. Das sind solche Methoden, wenn er das versucht. Und ein Aspekt, über den man das vor allen Dingen versucht, ist natürlich über neue Technologien. Wenn wir sie in eine neue Technologie hineinbringen, dauert es doch recht lange, bis diese sozusagen so verriegelt wird, dass sie sozusagen ein Regelwerk übernommen werden kann. Das war sehr gut bei dem ganzen Thema von Cyberangriffen, in dem sich mittlerweile nämlich auch eine Working Group innerhalb der Vereinten Nationen gegründet hatte, die zu Ergebnissen kam, von denen, wie Herr Schlie zu Recht gerade hervorgehoben hat, in Russland und China abgewichen sind, eine eigene Gruppe gegründet haben. Und hier haben wir ein Schisma und gegenwärtig werden diese beiden Gruppen nicht mehr zusammengeführt. Ähnliches sehen wir etwa bei dem ganzen Thema von autonomen Waffen, Drohnen, meines Erachtens das Moment, was am stärksten den Krieg in Zukunft verändern wird. Auch hier erkennen wir, dass die Vereinten Nationen in einer gewissen Weise dem technologischen Fortschritt, der hier rasant ist, hinterherrennen, versuchen, das gesamte juristisch und mit, vor allen Dingen auf der humanitären Völkerrechtsebene einzufangen. Gleichzeitig aber die Staaten, die sozusagen diese Technologien nach vorne treiben, die in einer gewissen Weise immer wieder entgehen, immer wieder neue Technologien auf den Markt geworfen werden und damit sozusagen die Vereinten Nationen gar nicht dahinterherkommen, diese Technologien in ein Rahmenwerk zu gießen. Das sind ganz zentrale Herausforderungen, die die Vereinten Nationen haben. Also die Vereinten Nationen erkennen das Problem dieser Digitalisierung des Krieges, die den Krieg per se enorm verändern wird, aber ihnen fehlt sozusagen, sie sind sozusagen zeitlich immer zwei Schritte hinter an sich den Akteuren, die hier gerade in der Rüstungsindustrie andauernd neue Waffen auf den Markt bringen. Das war jetzt ein Blick in die Zukunft. Herr Schlie, ich würde auch gerne diesen Blick in die Zukunft noch mit einem kurzen Blick in die Vergangenheit ergänzen aus Ihrer Seite, bevor wir dann natürlich dem Publikum die Gelegenheit zur Mitsprache geben. Der Sicherheitsrat ist ja der zentrale Machtfaktor sozusagen in Sicherheitsfragen innerhalb des UN-Systems. Die Zusammensetzung der ständigen Mitglieder hat sich nicht verändert seit 1946 oder 48, wo alles gegründet wurde. Sehen Sie das noch als zeitgemäß, vor allem wenn wir jetzt auch an die neuen Herausforderungen denken? Wenn ja, ist gut. Wenn nein, wie könnte man diese wahrscheinlich besonders schwierige Reformationsaufgabe angehen?
Lieber Rüner, das ist eine schwierige Frage, weil wir in der Vergangenheit bewiesen haben, dass wir sie nicht in den Griff bekommen können. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit, als ich in New York in unserer ständigen Vertretung für diese Fragen zuständig war. Das war Anfang der 90er Jahre und wir hatten damals eine große Kampagne gefahren. Deutschland möchte ständiges Sicherheitsratsmitglied werden. Wir fanden das gut begründet und haben auch genau den von Ihnen eingangs zitierten Satz, dass der Sicherheitsrat in seiner heutigen Zusammensetzung nicht mehr zeitgemäß sei, für unsere Begründung genommen. Zugleich haben wir es mit dem Anspruch verknüpft und haben gesagt, wir sind bereit, eine größere Verantwortung zu übernehmen. Es hat dann verschiedene Versuche gegeben, es hat auch verschiedene Modelle gegeben. Ich kürze das hier ab. Es hat auch eine nicht enden wollende Arbeitsgruppe gegeben, die Vorschläge ausgearbeitet hat. Aber die Zusammensetzung des Sicherheitsrats, vor allem das Vetorecht, ist eben so ausgestaltet, dass man eine Zustimmung für die tatsächlichen Machtverhältnisse der Gegenwart widerspiegelnde Zusammensetzung nicht bekommen wird. Ich nenne nur ein Beispiel. Eine japanische Sicherheitsratmitgliedschaft ist immer durch China blockiert worden und es war nie vorstellbar, dass etwa Großbritannien zugunsten der Europäischen Union auf den britischen Sitz im Sicherheitsrat verzichten würde. Heute ist das insoweit nicht mehr nötig, weil das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Aber auch hier gilt die Devise, dass ein europäischer Sitz, so sehr wir ihn uns wünschen, und wir haben das in der Außenpolitik immer wieder gesagt, ein europäischer Sitz nicht durchsetzbar war. Das würde auch zu einer Reihe von praktischen Problemen führen. Und wir müssen, um diese Frage von Ihnen, die ja völlig zutreffend gestellt ist, einfach erkennen, dass es unter den Bedingungen der Konsensfindung, so wie es uns die Satzung der Vereinten Nationen vorschreibt, unglaublich schwierig ist, eine Veränderung hier zu erwirken. Ich glaube, dass die Entscheidung der deutschen Außenpolitik, so wie sie sich heute in den Vereinten Nationen präsentiert, richtig ist, dass wir versuchen, in den uns zur Verfügung stehenden Foren auch mit der Möglichkeit einer nicht ständigen Sicherheitsratsmitgliedschaft zu zeigen, dass wir unseren Beitrag zur Reform der Vereinten Nationen leisten wollen. Gleichwohl sollte man das von Ihnen formulierte Ziel nicht aus den Augen verlieren, aber Politik zu betreiben, heißt immer auch realistisch zu sein. Und im Augenblick sehe ich jetzt wiederum die in die Vergangenheit gestellte Frage in die Zukunft gewendet, sehe ich eigentlich keine Mehrheit dafür, dass es uns in absehbarer Zeit gelingen könnte, diese Zusammensetzung des Sicherheitsrats aus dem Jahr 1945 zu verändern. Dann müssen wir uns das mit dieser leicht beklemmenden, aber klaren Analyse hier bewenden lassen fürs Erste. Ich habe schon mehrere Fragen, vier Fragen sehe ich hier in meinem Fenster und ich möchte gleich dazu zur ersten übergehen. Ich lese sie vor, damit alle sie natürlich zur Kenntnis nehmen können. Was können die Vereinten Nationen denn zum Beispiel bezüglich der Situation der Uiguren tun, wenn ein Mitglied des Sicherheitsrates die Menschenrechtsverletzung begeht? Also ist in dem Sinn direkt eine Anschlussfrage. Ich möchte dazu ganz kurz bemerken, dass, glaube ich, diese Frage ja umso interessanter ist als vor etwa vier Wochen, glaube ich, am 6. Oktober. Ein Statement von der UN kam, das unter deutscher Leitung zustande kam, unterzeichnet von 39 Staaten, vom sogenannten Third Committee, das ist das Komitee, ein Komitee der UN-Hauptversammlung, das sich mit
mit sozialen, humanitären und kulturellen Aspekten befasst. Das zustande gekommen ist, interessanterweise ist die Leitung im Moment dieses Third Committees von einer ungarischen Diplomatin, die dann Ungarn war nicht Unterzeichner dieser Resolution. Das kann man nun negativ oder positiv anschauen, aber ich möchte die Frage auch so ans Panel weitergeben. Offensichtlich ist es ja, und das war in diesem Falle auch unter Protest Chinas eben möglich, nicht zu einem gemeinsamen Nenner Null zu kommen, wie man ihn in der EU zum Teil in schwierigen Fragen hat, sondern eben trotzdem ein Statement auch auf formellen UN-Kanälen zu veröffentlichen. Das hat der deutsche UN-Botschafter getan. Können Sie dazu etwas sagen? Wäre das auch ein Modell, mit dem Deutschland vielleicht auch in anderen Fragen eben sich sehr gut bemerkbar machen könnte, auch wenn es nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrates ist? Ich beginne bei Frau Hornitsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da sind meine Kollegen etwas besser aufgestellt. Ich würde lieber die nächsten zwei Fragen sozusagen beantworten. Dann mache ich die Reihe diesmal rückwärts, ja. Herr Schlie. Also ich finde, dass Christoph Heusgen das sehr zutreffend, professionell und auch wirkungsvoll aufgegriffen hat. Wenn Sie sich die Initiativen ansehen, die wir als Bundesregierung im Sicherheitsrat in unserer Zeit als nichtständiges Mitglied gestartet haben, dann geht es ja genau in diese Richtung. Das ist ein Weg, den wir konsequent weitergehen sollten. Und ich darf in dem Zusammenhang auch auf das gute Beispiel anderer Mitglieder der Vereinten Nationen hinweisen, beispielsweise auf Australien oder Neuseeland. Wenn sie eine Zeit lang konsequent beweisen, dass sie auf die Rechte von Minderheiten, auf bestimmte Themen ein besonderes Augenmerk haben, dann erwerben sie sich mit der Zeit einen gewissen Rekord. Und ich glaube, so ein Rekord trägt dazu bei, dass die allgemeine Wahrnehmung, das ist jetzt eine Bemerkung, die sich nochmal auf die beiden genannten Staaten Australien und Neuseeland, aber ich könnte auch Kanada oder andere Mitglieder der Vereinten Nationen nennen, bezieht, dass das dann dazu führt, dass man eine gewisse Kompetenzvermutung hat. Und das ist ja das Schöne an den Vereinten Nationen, steter Tropfen höhlt den Stein. Ich glaube, der Sicherheitsrat als ständig tagendes Forum ist in der Lage, mit diesen Themen umzugehen. Und die Satzung der Vereinten Nationen hält zum Glück eine Reihe von Instrumente. Ich denke an Berichte, die der Generalsekretär vergeben kann. Wir könnten über einzelne Satzungsartikel hier in der Auslegung sprechen. Also das System der Vereinten Nationen und die Satzung ist hinreichend gut ausgestattet, dass wir Möglichkeiten haben, auch in Blockadesituationen wie der angesprochenen Themen dorthin zu bringen, nämlich ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit, wohin sie gehören, und dass sich dann auf diesem Wege vielleicht auch etwas ändert. Aber man braucht, und das wissen wir aus dem Blick zurück, einen langen Atem. Ich hier nochmals ganz kurz, ich komme gerade zu Herrn Schetter, nochmals bei Ihnen nachfragen. Das ist ja ein sehr markantes Beispiel für Nicht-Einstimmigkeit. Also man kann das als negativ bewerten und sagen, nur 39 von 190 plus Staaten stehen dahinter. Aber es war ja ein sehr klares Statement. Würden Sie dafür plädieren, dass man sich bei der UN etwas vom Zwang der Einstimmigkeit entfernt, damit man eben auch markanter kommunizieren kann? Wenn ich die Frage noch knapp beantworten darf, oder ist sie an den Kollegen Schetter gerichtet? Ich habe Sie noch gefragt, Sie können aber gerne beide sagen. Also meine kurze Antwort lautet eindeutig ja, weil ich glaube, dass es auch etwas ist, was von uns erwartet wird. Und wenn wir etwas verändern wollen und wenn wir etwas bewirken wollen, dann müssen wir auch diesen Weg der Sichtbarkeit und der Ansprache gehen. Danke, Konrad. Herr Schmidt. Ganz, ganz kurz. Ich glaube, also das hat, glaube ich, Herr Stier sehr richtig zusammengefasst. Ich glaube, das Zentrale ist, es gibt natürlich gewisse Instrumente, wo eine Einstimmigkeit notwendig ist. Es gibt natürlich andere Instrumente und da muss man wirklich einen tiefen Apparat
in den Bauch der Vereinten Nationen hineinschauen, wo dies nicht der Fall ist. Das ist natürlich gerade auch der Fall, etwa gerade bei Menschenrechtsverletzungen, ob das jetzt in China oder woanders ist, wo man aber gewisse Instrumente hat, über die man Menschenrechtsverletzungen erstmal öffentlich machen kann und darüber auch dann überhaupt erstmal eine Öffentlichkeit schaffen kann. Und das können die Vereinten Nationen, weil die Vereinten Nationen auch in allen Ländern vor Ort sind, hierüber sozusagen dann wirklich auch den Puls wirklich am Alltag der Menschen haben. Was ich glaube, das gleichzeitig überhaupt bedeutet, dass natürlich verschiedene Nationen gegenwärtig auch versuchen, in den Vereinten Nationen gewisse Weichenstellungen vorzunehmen. Natürlich ist sozusagen der Grundgeist, der durch die Vereinten Nationen weht, ein Liberaler des Multilateralismus. Natürlich gibt es Akteure, die das doch ziemlich dem versuchen entgegenzusteuern. Ganz zentral, ohne jetzt wirklich hier in ein China-Bashing verfallen zu wollen, erkennt man aber, dass China gegenwärtig sehr, sehr stark bemüht ist, in sehr, sehr vielen UN-Missionen etwa die Gelder für Menschenrechte, für Menschenrechtsfragen zu streichen, die gerade sehr stark in die Budgets reingeht. Das heißt, wir können ja wirklich von einer sehr diffizilen Ebene, diffizilen technokratischen Ebene sehen, wie verschiedene Staaten hier versuchen, Politik in die eine oder in die andere Richtung zu drängen. Und ich glaube, das ist das, was ganz zentral ist und wo man wirklich dann tief in den Apparat hineinschauen muss und sehen muss, dass sozusagen hier Weichenstellungen passieren, die teilweise eben auch enorm dramatisch sind. Und das ist gerade der Bereich der Menschenrechte gegenwärtig einer, der doch sehr stark umkämpft ist zwischen verschiedenen Staaten. Ich komme zur nächsten Frage. Welcher Änderungen bedarf es, damit die 16 deutschen Länder, also die Bundesländer, ihre Gesamtpolitik gemäß den SDGs ausrichten und somit einen Beitrag zur Erreichung der SDGs in Deutschland und darüber hinaus leisten? Frau Honitsch, man könnte vielleicht den Satz auch so flankieren, die SDGs und die UN ist eben nur so gut wie die, die sie bilden und die sie unterstützen sollten. Also was kann Deutschland tun und wie kann es auch innerhalb sozusagen mit der föderalen Struktur da miteinander vorankommen? Ja, herzlichen Dank. Also da ist natürlich ganz wichtig, momentan auf die gerade laufenden Konsultations- oder den laufenden Konsultationsprozess der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie auch hinzuweisen. Das heißt, wir haben ja eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die genau diese Aufgabe hat, ne? Also die Implementierung der SDGs im deutschen Kontext voranzubringen. Und gleichzeitig beobachten wir hier, dass diese zwar regelmäßig fortgeschrieben wird, aber sich in einem Echoraum, könnte man sagen, bewegt und sehr wenig wirklich transformatives Potenzial auch entfaltet. Das ist ein Thema, dem sich auch das Sustainable Development Solutions Netzwerk Deutschlands stark annimmt und hier mehrere Stellungnahmen vorgelegt hat in den letzten Monaten. Und ein wichtiger Punkt dieser Stellungnahmen, wenn man das so zusammenfassend sagen kann, ist, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es darum geht, Schlüsseltransformationen zu identifizieren, also Energiewende, Agrarwende, alles sozusagen Wenden, die unsere Ökonomie in Richtung zirkularer Wohlstandssicherung weiterentwickeln sollen und eine Konzentration stattfinden sollte auf Hebel, als transformative Hebel in Richtung Nachhaltigkeit. Und Hebel sind natürlich einmal Finanzen. Deswegen sind diese Green Recovery Programme momentan so zentral wichtig, weil da eine unheimliche Ausschüttung an Finanzen stattfindet, die natürlich jetzt auch richtig, nämlich in Richtung Nachhaltigkeit eingesetzt werden müssen. Andere Hebel sind aber zum Beispiel auch die Investitionen in Bildung und Forschung. Das ist natürlich ein Hebel, der stark in die Zukunft, ne, in die zukünftige Generation angesetzt wird. Also das heißt, hier ist das Plädoyer, diese deutsche Nachhaltigkeitsstrategie aus ihrem Echoraum rauszuholen und zu fokussieren auf bestimmte Schlüsseltransformationen und auf bestimmte Hebel, die auch sozusagen transformatives Potenzial entfalten können. Und über diese die Verfolgung der SDGs in den deutschen Ländern, wie das hier in der Frage eben, glaube ich, formuliert wurde, voranzubringen.
können wir uns also hoffen, dass die großen Ausschüttungen, eben wie Sie es gesagt haben, die jetzt ja auch mit der Corona, mit Covid-19 passieren, eben gerade umso mehr im Hinblick auf die Erfüllung der SDGs ausgerichtet werden können. Das gibt es ja schwierige Diskussionen, aber das ist doch hoffentlich eine Art Benefit oder das der ganzen Schwierigkeiten, durch die wir gehen. Nächste Frage: Wie schätzen Sie die Rolle der UN in den kommenden Jahren, in den Aufbaujahren nach der Pandemie ein, wenn sich die Nationalstaaten, besonders jene des globalen Nordens, zuerst einmal mit sich selber beschäftigen müssen, bevor diese an andere Staaten denken? Also die etwas beklemmende Perspektive, dass von dem wenigen, das man jetzt schon übrig gehabt hat, für den globalen Süden noch weniger übrig bleiben wird. An wen darf ich diese Frage stellen? Diese sicher sehr wichtige Frage. Herr Schetter, ja. Ich kann ja erst mal den ersten Aufschlag machen. Also in der Tat, glaube ich, erleben wir bisher noch gar nicht, welche Auswirkungen Covid-19 in den Ländern des Südens haben wird. Ich glaube, wir sind hier gerade jetzt noch ganz, ganz am Anfang. Wir wissen natürlich schon, dass Covid-19 dazu führen wird, dass sich gerade auf der sozioökonomischen Ebene sehr dramatisch für sehr viele Regionen der Welt wird. Wir sehen das vielleicht gegenwärtig an Feldern wie dem Libanon oder auch Jordanien, die hin wieder mal diskutiert werden. Vielleicht auch, wenn Sie die Nachrichten verfolgen, gegenwärtig in Nigeria, wo das gegenwärtig man auch sagen kann, dass aber hier gegenwärtig die Spannungen zunehmen. Meines Erachtens werden wir aber sozusagen die großen Konflikte, die durch Covid-19 und die vor allen Dingen die daraus entstehenden sozioökonomischen Verwerfungen entstanden sind, erst in 2-3 Jahren sehen können. Und ich glaube, dass diese Verwerfungen enorm stark sein werden, dass diese wirklich dazu führen werden, dass wir in weitaus mehr Ländern den Kollaps von Regierungen erleben werden, dass wir erleben werden, dass auch Konflikte zunehmen werden und darauf basierend wird, glaube ich, sehr deutlich werden, dass sich hier die Weltgemeinschaft nicht wegducken kann, auch die westliche Welt nicht wegducken kann und wir weitaus stärker Verantwortung für die Länder des Südens übernehmen müssen. Ich glaube, gegenwärtig sind wir noch in der Phase, wo, das ist ja auch in der Frage vorher angesprochen worden, mit den einzelnen Bundesländern, wo wir wirklich in einer gewissen Weise vogelstraußmäßig jeder sozusagen nur auf sich, auf seinen Mikrokosmos schaut. Und ich glaube, das wird sozusagen, wir werden da herauskatapultiert werden in einer Situation, wo wir einfach gar nicht heraus können, als dass wir sehen, dass diese Weltordnung unter einen enormen Druck gerät und deswegen die internationale Gemeinschaft hier handeln muss. Frau Hornig? Ja, ich ergänze gerne noch zwei Punkte. Und zwar zum einen halte ich es für wichtig, also es ist ja so, dass ganz klar die UN auch in der Zukunft und in diesem Wiederaufbau ist ganz stark von der Finanzlage der UN und der UN-Organisation abhängen wird, wie stark sie auf eine Umverteilung im Grunde genommen oder auch eine vergleichbare Modernisierung der Ökonomien auch in Ländern des globalen Südens hinarbeiten kann, wie in Hocheinkommensländern. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, immer wieder demonstrativ der UN auch den Rücken zu stärken, bei aller Kritik, die sicherlich gerechtfertigt ist, aber auch immer wieder eben wirklich demonstrativ den Rücken zu stärken und darauf hinzuarbeiten, dass weniger zweckgebundene Mittel zur Finanzierung der UN eingesetzt werden, sondern eben über sozusagen Ausschüttungen und in Ausschüttungen die eigene Handlungsfähigkeit, die eigengesteuerte Handlungsfähigkeit der UN-Organisationen sichergestellt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mein zweiter Punkt, den ich kurz anbringen möchte, ist, ich glaube, es hieß ja in der Frage, ging ja in die Richtung, also während die Länder des Nordens mit sich selbst beschäftigt sind. Und da halte ich es schon für sehr, sehr wichtig, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass gerade Deutschland als Exportnation, wenn es darum geht, sich um uns selbst sozusagen zu kümmern, es natürlich in unserem absoluten Eigeninteresse ist, den Beginn und das Ende unserer Lieferketten, auf denen unser Export und unser Wohlstand sozusagen beruht, mitzudenken. Und insofern müssen wir auch jetzt schon ganz deutlich nicht nur in kurzfristiges Recovery investieren, was Teil des BMZ-Corona-Sofortprogramms des Entwicklungsministeriums
momentan ja stark ist, sondern in langfristigen Wiederaufbau. Also jetzt schon sozusagen die Strukturen kreieren, um langfristig Wiederaufbau, ähnlich dem hier diskutierten Wiederaufbau, also Green Recovery, entlang von Nachhaltigkeitsstandards herbeizuführen. Und ich glaube, dass, was Herr Schetter vorhin angesprochen hat, also das Stichwort Frieden, also die Förderung von inklusiven Institutionen, die gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglichen, das ist hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich komme zur nächsten Frage, was zu wenig angesprochen wurde. Ich glaube, wir haben leider eine ganze Reihe von Dingen, die wir noch nicht oder zu wenig angesprochen haben, aber das ist sicher eine sehr wichtige. Was zu wenig angesprochen wurde, die extreme Bevölkerungszunahme, vorab in der Drittweltregionen, die unabwendbar zur Migration zwingt. Hinzu kommt, dass die formale Ausbildung junger Menschen nicht mit entsprechenden Umsetzung und Beschäftigungsmöglichkeiten verbunden sind. Ein weiterer Grund zur Migration. Die UN hat ja vor einigen Jahren den Migration Compact verabschiedet. Wie sehen Sie die UN im Moment und in Zukunft in dieser Thematik? Konrad? Schetter? Also ich glaube, dass ist ja immer sehr stark kritisiert worden, der Migration Compact und auch der Refugee Compact. Dennoch sind das natürlich beide Papiere, die sagen wir aus einer Migrationsforschung vielleicht gar nicht weit genug gehen. Und ich stimme dem schon zu, dass sozusagen das Thema Migration uns einfach auch in den nächsten Jahrzehnten enorm stark betreffen wird, auf verschiedenen Ebenen. Das geht wirklich von der Fluchtebene los bis hin zur Arbeitsmigration und vielen anderen Ebenen. Ich glaube allerdings erst einmal, wenn man auf das Thema Bevölkerungswachstum zurückgeht, ist ja anders als vor 30, 40 Jahren zu erkennen, dass das Bevölkerungswachstum auch ein Ende hat. Sozusagen auch hier, wir uns gegenwärtig hier auf einer Sättigungskurve in den nächsten Jahrzehnten annähern werden, wo ja noch an sich vor 30, 40 Jahren es hieß, das Ganze wird ins Unendliche gehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig mit so einer malthusianischen Debatte, die sozusagen dann sagt, so ein bisschen nach dem Motto, wenn da mehr Menschen da sind, die wir heute schon nicht unbedingt ernähren können, dann muss es in der Zukunft alles noch viel schlimmer werden. Ich denke auch, dass wir einfach sehen, dass sozusagen sich einfach auch Wirtschaften ändern, Gesellschaften ändern. Ich glaube dennoch, dass wir gegenwärtig schon einige Dinge beobachten können, die zentral sind. Eine Sache ist ganz sicherlich, das ganze Thema Land-Stadt-Wanderung wird eine enorme Bedeutung annehmen in den nächsten Jahren. Vor allen Dingen werden wir immer mehr riesige Agglomerationsräume haben, die Menschen hineinwandern. Und das ist allein schon eine Governance-Frage. Wie bekommt man dies überhaupt hin? Also ich glaube, das sind Fragen, die hier ganz, ganz zentral sind. Und die andere Frage ist, glaube ich, gar nicht mehr heute eine Frage der Armut im Sinne von, wie viele Menschen verhungern. Wir können ja erkennen, dass sozusagen die Menschen, die wirklich unter dauerhaftem Hunger leiden, insgesamt ja zurückgeht in den letzten Jahrzehnten. Das Problem ist, oder die Frage ist natürlich weitaus eher, dass immer mehr Menschen eine Teilhabe an Wohlstand haben wollen oder eine Teilhabe an politischen Rechten haben wollen, die man ihnen auch nicht vorenthalten kann. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen und die vielleicht auch noch bei den Vereinten Nationen in ihren Institutionen noch nicht genügend angekommen ist. Die Frage ist sicherlich berechtigt. Also Migration wird meines Erachtens in der einen oder anderen Form in Zukunft ein ganz zentrales Thema bleiben. Ich nehme die nächsten beiden Fragen oder nicht die, also die nächste und die übernächste Frage zusammen hier, weil sie sehr in sehr ähnliche Richtungen gehen. Ich würde sie beide an Professor Schlie richten. Die erste, Professor Schlie, würden Sie das Engagement Chinas in der Covid-19-Krise als einen Akt internationaler Verantwortungsübernahme sehen, also einen Schritt auf die internationale Gemeinschaft zu? Und dann die zweite Frage von jemandem anderen. Haben Sie wirklich den Eindruck, dass China sich weltpolitisch noch immer raushält? Es sind doch Trends zu erkennen, dass sich China immer mehr sowohl wirtschaftlich als auch im Rahmen der Blauhelm-Missionen immer mehr engagiert. Es ist in der Tat so, dass
die Anzahl Blauhelme aus China, das sind bescheidene Zahlen, das sind 2500, aber größer ist als diejenigen aller anderer ständigen Sicherheitsratsmitglieder zusammen. Ich würde nicht sagen, dass sich China aus der internationalen Politik in den Vereinten Nationen heraushält, sondern dass Chinas Engagement auch in den Vereinten Nationen von den nationalen Interessen Chinas geleitet ist. Und insoweit ist das internationale, die Übernahme internationaler Verantwortung Chinas in der gegenwärtigen Pandemie auch eine Verbeugung vor dem Umstand, dass wir alle einer Gemeinschaft angehören. Wenn ich mir allerdings die Anfänge dieses Engagements ansehe, so kann ich da doch, ohne jetzt zu kritisch urteilen zu wollen, Elemente erkennen, die letztlich darauf verweisen, dass dieses Engagement in der Not geboren war. Meine Skepsis auf die chinesische Haltung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass ich die gegenwärtige chinesische VN-Politik eben vor dem Hintergrund eines längeren Zeitraums beurteile. Und da bin ich zu den Einschätzungen gelangt, die ich vorhin in der Diskussion angesprochen habe. Aber wenn Sie mir diesen einen hoffnungsvollen Ausblick gestatten, ich bin geneigt, Hölderlin zu zitieren, der gesagt hat, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Wenn wir dies uns zugrunde legen für unsere Diskussion, sowohl mit Blick auf einzelne Mitglieder, aber man sollte immer bei sich selbst anfangen, also bei dem eigenen VN-Engagement, dann glaube ich, dass die in der vorletzten Frage unterstellte Analyse, dass sich der Norden jetzt doch in den nächsten Jahren zunehmend mit sich selbst beschäftigen wird, hoffentlich nicht die richtige Analyse ist. Denn wir sind hier noch gar nicht am Ende dieser Pandemie und es ist zu hoffen, dass dieser Schock, den die Krise bedeutet, dann auch wirklich dazu führt, dass wir die Chancen, die in den Vereinten Nationen innewohnen, vielleicht künftig noch besser wahrnehmen, als wir sie bislang wahrgenommen haben. Frau Hornitsch, wollten Sie noch intervenieren? Nicht direkt zu der Frage, aber ich glaube, ich würde doch gerne noch was sagen. Und zwar geht das in Richtung Bevölkerungswachstum, aber auch Machtverschiebung, geopolitische Machtverschiebung. Ich glaube, wenn wir uns vor Augen führen, was so globale Megatrends sind, da kann man viel zu sagen zu dem Konzept der Megatrends. Das ist auch, glaube ich, wichtig, das sehr kritisch zu diskutieren. Aber trotzdem, denke ich, kann man da eigentlich Megatrends der ersten und der zweiten Ordnung unterscheiden. Und was ich damit meine, ist, dass Trends wie zum Beispiel Klimawandel, Ressourcenknappheit, Bevölkerungswachstum und geopolitische Machtverschiebungen gehören, denke ich, das so argumentieren, also so zeigt es sozusagen die Forschung und bin ich relativ überzeugt von, sind die Megatrends, die drei Megatrends der ersten Ordnung. Und das heißt, dass sie die Strukturen für die Dynamiken, die sich entfalten werden zwischen den anderen Megatrends und diesen dreien und dann weiteren, wie Stadt-Land-Migration, wie Digitalisierung und das Ausformen von Wissensgesellschaften, wie der Wachstum von Mittelschichten etc. Das sind ja auch alles Megatrends. Sie sind aber nicht so strukturbildend wie diese drei. Also globale Machtverschiebung, was Herr Schlie eben angesprochen hat, Bevölkerungswachstum und Klimawandel und Ressourcenknappheit. Und insofern sehe ich den Punkt der des Bevölkerungswachstums nicht etwas skeptischer oder vorsichtiger als Herr Schetter, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir die Weltbankzahlen angucke, die sagen, dass momentan 1 Milliarde Menschen auf dem afrikanischen Kontinent leben, wovon 60% unter 25 sind und ein Großteil dieser auch arbeitslos. Und das sind die Arbeitsplätze im informellen Sektor schon mitgerechnet sozusagen. Und wir von einem Wachstum ausgehen, das bei 2,4 Milliarden Menschen 2050 liegt. Dann, und wir wissen, dass von diesen 2,4 Milliarden mindestens die Hälfte auch wieder unter 25 sein werden. Dann
sind das Prozesse, die wir, glaube ich, sehr ernst nehmen sollten und wo ich im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich vermisse, dass wir einen konstruktiven Dialog zu diesen Prozessen auch führen. Und auch da, das wäre vielleicht auch eine kritische Anmerkung, also ich habe ja im Moment oder jetzt in der vergangenen Stunde bewusst eher also positive Perspektive auf die UN argumentiert, aber vielleicht könnte man da, wenn ich mir das erlauben kann, sozusagen einen kritischen Einwurf zu machen, da vermisse ich auch von der UN eigentlich entsprechendes Agenda-Setting. Ich möchte anstatt einer Erwiderung von Ihrer Seite, Herr Schetter, gleich mit der nächsten Frage auf Sie zukommen. Frage an Professor Schetter. Was können die Vereinten Nationen tun oder verändern, um in Konfliktsituationen die Wahrung humanitären Völkerrechts weiterhin zu gewährleisten, insbesondere in Anbetracht zunehmender Verstöße durch, Klammer, nicht staatliche Akteure, also nicht staatliche und staatliche Akteure? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und ich glaube natürlich, sagen wir, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sind ja an sich schon so alt wie das Völkerrecht als solches, treten immer wieder auf. Aber ich glaube, was wir einfach in den letzten Jahren erkennen können, ist doch an sich wie wenig an sich noch mehr Unterschied das Völkerrecht, humanitäre Völkerrecht per se anerkannt wird von vielen Akteuren. Das sind nicht nur die nichtstaatlichen, sondern auch einige staatliche Akteure, die hier dabei sind. Auf der anderen Seite einfach auch, wo wir, glaube ich, eine ganz deutliche Veränderung sehen, ist bei allen humanitären Interventionen. Das heißt, dass etwa humanitäre Helfer werden als solche, kommen unter Beschuss, werden gegenwärtig eben auch Ziel von ganz konkretes Ziel von Angriff, nicht Kollateralschäden, sondern Ziel von Angriffen. Ich glaube, das ist etwas, eine ganz neue Qualität, die hier in den letzten Jahren hineingekommen ist. Dass sozusagen hier gar kein Verständnis mehr dafür da ist, dass wir hier humanitäre Akteure haben, die wirklich hier für das Leid der Menschen einstehen, dass sie das verbessern wollen. Und ich glaube, das führt wirklich gegenwärtig zu einer enormen Frustration von enorm vielen humanitären Organisationen, aber auch eben natürlich von den Vereinten Nationen. Ich glaube, das, was auf der einen Seite hilft, ist auch hier wieder, ähnlich bei dem Thema Menschenrechte, das ganze Thema sichtbar machen, das in die Medien bringen, und das machen die Vereinten Nationen auch. Das wirklich sozusagen in einer gewissen Weise anprangern, wirklich aussprechen, um immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig das humanitäre Völkerrecht in deren Beachtung ist. Der andere Weg ist, den man natürlich hat, ist, dass wir auch häufig auf einige nichtstaatliche Akteure haben, wo dennoch gewisse Staaten in sich im Hintergrund die Fäden ziehen. Und hier ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auf diese Staaten Einfluss zu nehmen und auch bei diesen Staaten wirklich sehr deutlich zu machen, dass es gewisse Grenzen gibt, die unbedingt eingehalten werden müssen. Nur ein ganz kurzer Punkt zu Anna Hornisch. Ich glaube, ich liege damit von Anna Hornisch auch nicht so weit entfernt. Ich glaube, ich habe jetzt nur unterschieden, auf der einen Seite bei den Bevölkerungsachsen die Frage von Hunger. Ich glaube, das ist die eine Frage, also diese berühmte Ein-Dollar-Frage, wer lebt unter dem Ein-Dollar-Schnitt und wer lebt da drüber, dass man da sagen kann, die Anzahl der Menschen, die wirklich unter direktem Hunger leiden, die hat eben sehr stark abgenommen. Aber die andere Frage, die Sie ja auch angesprochen haben, ist eine ganz zentrale Frage, ist eben, dass Menschen natürlich auch ihre Zukunft entwickeln, Menschen nicht mehr so leben wollen, eben mit einem Dollar am Tag, ihnen auch gerade über die Medien in der heutigen Welt auch andere Weltbilder nahegebracht werden und natürlich auch daran teilhaben wollen. Menschen wollen eine Teilhabe, auch an Wohlstand haben, an einer Entwicklung haben. Ich glaube, das ist die Sache, die eben anders ist, und da gebe ich vollkommen recht, das ist ein Thema, das die Vereinten Nationen bisher viel weniger auf dem Bildschirm haben. Hier ist natürlich das Thema der humanitären Hilfe ganz zentral bei den Vereinten Nationen. Und diese Frage, die dann eben auch sehr viele Menschen mobilisiert, die wird zu wenig betrachtet. Ich würde schon zur letzten Frage kommen. Wir können leider nicht alle Fragen beantworten hier, aber eine Frage, die an diese Thematik noch etwas anschließt: Ist die UN grundsätzlich reformierbar? Das ist der erste Teil der Frage. Das ist ein abendfüllendes Thema, das wir soeben dran sind zu bearbeiten. Aber der zweite Teil zielt dann schon sehr spezifisch. Und wie können die berechtigten Interessen armer Länder gegenüber den reichen Ländern gestärkt werden? Frau Hornitsch, können Sie dazu noch einige Ideen teilen mit uns? Ich würde gerne erst noch mal an Kollegen Schlie abgeben.
Ich versuche, danke. Ich versuche es mit einer knappen Antwort auf eine wirklich schwierige Frage. Wir haben ja mit der Frage der Reformfähigkeit der Vereinten Nationen nicht besonders gute Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, und da würde ich jetzt auch wieder auf die Diskussion der vergangenen 20, 30 Jahre verweisen, dass wir Möglichkeiten haben über Kommissionen. Ich denke an die Rolle in der Vergangenheit sehr weit zurückreichend, die Willy Brandt gespielt hat oder Richard von Weizsäcker oder Brundtland oder andere, dass wir Möglichkeiten haben, Themen in die Vereinten Nationen hineinzutragen und zwar mit solcher Wirkungsmächtigkeit, dass die Vereinten Nationen dann selbst auch diese Themen aufgreifen. Die Rolle des Generalsekretärs ist natürlich im System der Vereinten Nationen eine entscheidende, trotz seiner relativ schwachen Stellung aufgrund der Satzung der Vereinten Nationen. Aber er hat gerade in unserer Zeit sehr viele Möglichkeiten. Und wir sehen das bei dem amtierenden Generalsekretär. Auch das wird eine entscheidende Frage sein. Wen wollen wir in der Zukunft auf diese Position bringen? Das ist ja auch eine Entscheidung, die im Konsens getroffen werden muss, auch mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ich glaube, wir sollten es nie aufgeben, die Vereinten Nationen zu reformieren. Wenn wir auf diesen Anspruch verzichten oder ihn kleiner schrauben, dann haben wir schon verloren. Die Vereinten Nationen sind nur so gut, wie es die Politik der Mitglieder erlaubt. Und das sollte uns Anspruch sein, unsere Anstrengungen zu verdoppeln. Das ist auch ein politisches Ziel, dem die deutsche Bundesregierung verpflichtet ist. Und ich glaube, dass dann auch ganz natürlich, und das ist die Rolle, die Boutros Ghali in den frühen 90er Jahren gespielt hat und die andere heute spielen, dass dann diese Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd, das ist ja eigentlich die Leitidee der Vereinten Nationen, dass diese Schere dann kleiner wird und dass wir nur gemeinsam auch mit den ärmeren Staaten, Stichwort Armutsbekämpfung, Stichwort Food Security, Stichwort Klimaveränderungen, dass wir es dann gemeinsam schaffen. Wir müssen eine sehr viel breitere Agenda haben. Wir müssen diese Verengung auf die Themen von Krieg und Frieden überwinden und wir müssen noch stärker begreifen, dass wir eben zu dieser Weltinnenpolitik nur über funktionierende Vereinte Nationen gelangen können. Also es bleibt viel Hoffnung, viel Prinzip Hoffnung, aber das ist sozusagen das Schicksal der Vereinten Nationen. Und wenn man das realistisch sieht, dann hält sich auch die Enttäuschung, die berechtigterweise bei dem einen oder anderen vorhanden ist, wenn er auf bestimmte Bilanzen in der Politik der Vereinten Nationen schaut, die nicht so ausfallen, wie sie ausfallen könnten, dann hält sich auch diese Enttäuschung in Grenzen. Jedenfalls sollte sie uns nicht davon abhalten, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen und in der Hoffnung, dass noch mehr Nationen und vielleicht auch ganz große Nationen auf diesem Weg in den nächsten Jahren wieder engagierter mitgehen, als dies in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Herr Schlies, Sie haben damit eine Frage, die ich am Schluss noch stellen wollte, gleich schon sehr gut und sehr umfassend beantwortet. Ich möchte sie aber an Frau Honitsch und Herrn Schetter auch noch stellen. Welche Anforderungen, wenn Sie ganz ein ganz allgemeines Bild zeichnen können, welche Anforderungen an eine zukünftige UN werden Sie sehen? Und wenn Sie noch Zeit haben zu sagen, wie man dahin gelangen könnte oder was mögliche Schritte wären, wäre das schön. In sehr kurzer Zeit, eine Minute jeweils. Anna-Katharina, du bist noch gemutet. Ist das Schicksal der Frauen, dass sie immer zuerst Also, wie offen die UN für sozusagen alternative Zukunftsmodelle, ne, außerhalb des westlichen Kanons sozusagen sind, das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Frage. Es geht eigentlich um die Stärkung des Diskursraumes, ne, also die Nutzung der UN als Diskursraum und die Stärkung der Verhandlungsmacht derer, die das Gefühl haben, bisher weniger gehört zu werden, ne, und das zum Teil ja auch faktisch werden.
Und ich glaube, das ist tatsächlich Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Das klingt immer großspurig sozusagen, aber es ist Aufgabe der nächsten Jahrzehnte und der laufenden Reformbemühungen, weil es eben nicht nur um ich glaube, die Diskussion hat ja sehr, sehr deutlich gemacht, dass die UN als Akteur, als Convening Power sozusagen, eine unheimlich einflussreiche Rolle in der Dialoggestaltung und im Anbieten von Plattformen für dann globalen Austausch und globale Agendasetting-Prozesse darstellt. Und um da in genau dieser Rolle von globale Diskurse zu formieren, globale Zukunftsvisionen sozusagen zu gemeinsam auszuhandeln, um da darauf zu achten, dass diese Zukunftsmodelle auch von allen oder großen Teilen der Weltgesellschaft als ihre eigenen und von ihnen selbst mitgeprägten verstanden werden können, ist es unheimlich wichtig, die Kommunikationsmacht der schwächeren Länder zu stärken. Gleichzeitig beobachten wir momentan, auch nur um das kurz einzuwerfen, dass wir natürlich auch aufgrund dieser Digitalisierung sozusagen unserer Meetingkultur, die wir momentan gezwungenermaßen erleben, können wir beobachten, dass natürlich die Einbindung der Zivilgesellschaft in momentan laufende Verhandlungen und Gespräche erschwert wird. Und wie sich das sozusagen, wenn wir davon ausgehen können, dass die Pandemiesituation noch für vielleicht 1,5 Jahre und weitere sozusagen anhält, dann auswirkt auf genau diese Stärkung und die Einbindung aller. Das ist natürlich etwas, wo wir alle einen sehr kritischen Blick drauf haben müssen. Ne? Herr Schäter? Ja, dann ist noch ganz, ganz kurz. Also ich glaube, dass trotz dieses UN-Bashings, das wir immer wieder erleben, dass sich wirklich alle über die UN herzlich aufregen können, vorneweg der amerikanische Präsident, wir immer wieder konstatieren müssen, die Vereinten Nationen sind ein Erfolgskonzept. In den letzten 75 Jahren waren sie ein enormer Erfolg. Und ich glaube, eben, wie das Frau Hornitsch gesagt hat, wirklich gerade auch als Rahmen für diese Weltgemeinschaft. Herr Schlie hat vollkommen recht, natürlich, glaube ich, mit der Ernüchterung, wie schwierig es ist, die UN zu reformieren. Wir selbst arbeiten vergegenwärtig mit UNDP und DPO, also den Political Offices, zusammen. Und das sind zwei monolithische Blöcke, die nicht bereit sind, miteinander zu sprechen. Regina, Sie kennen das sicher aus Ihrer eigenen Zeit. Also die eigenen UN-Organisationen folgen alle noch einer eigenen Logik. Und diese Logiken zu überwinden, ich glaube, das ist wirklich die ganz, ganz große Herausforderung. Wir haben immer gegenwärtig einen additativen Prozess, dass die UN dann noch ein neues Sekretariat schafft, noch ein neues Unterbüro, aber im Grunde genommen eben nicht bereit ist, sozusagen da zu reflektieren, was sie an sich macht und da diesen Schritt zu gehen für diese Reform. Ich will vielleicht abschließend ein schönes Beispiel machen, was ich selbst auch in Südsudan und in Afghanistan erlebt habe. Severin Otester hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Peaceland, in dem sie sich den Alltag von Peacekeepern in verschiedenen Missionen anschaut. Und da stellt an sich, wie die Logik der Vereinten Nationen völlig losgekoppelt ist von der Logik des Konfliktes, der vor Ort entsteht. Es geht darum, sehr stark darum, welcher Gehaltsstufe gehöre ich an, was die nächste Karriereleiter sind. Das sind Dinge, die sehr viel herumtreiben. Ich glaube, da muss man in gewisser Weise auch mit anfangen. Also die Sozialisierung im UN-System, dass man sozusagen da überlegen muss, wie man da auch eine gewisse neue Ausrichtung schafft. Und da sind wir natürlich in Bonn mit den UN-Volunteers genau an der richtigen Stelle. Die Frage, wie muss sozusagen auch muss eine Wertevermittlung innerhalb des UN-Systems anders erfolgen? Wie kann sozusagen die Ausbildung auch der einzelnen UN-Akteure verändert werden? Also ein riesiges Feld, aber UN sind unersetzlich und ich sehe an sich sogar, dass in der Zukunft ihre Bedeutung umso wichtiger wird für den Herausforderungen, die wir gegenwärtig erleben. Ganz herzlichen Dank, Frau Hornitsch, Herr Schäter und Herr Schlie.
Und ganz herzlichen Dank auch den Teilnehmerinnen, die Fragen gestellt haben. Diese Fragen haben unsere Diskussion sehr bereichert, meiner Meinung nach. Das Ziel des heutigen Abends war nicht, die UN zu reformieren, sondern auf verschiedene Weisen, aus verschiedenen Blickwinkeln auf die UN zu schauen. Und damit, und das haben wir, glaube ich, auch gesehen, wird das Bild eben sehr vielfältig. Es gibt in gewissen Bereichen gute Ansätze, wie man vorankommen kann. Es gibt große Knacknüsse, wie auch vor allem in einer der Hauptmachtzentren, dem Sicherheitsrat. Wir konnten nicht einmal alle Punkte ansprechen heute. Wir haben zum Beispiel interessanterweise jetzt gar nicht über das Klima gesprochen, das sicher auch eines der Themen gewesen wäre vor Covid, das wahrscheinlich die Diskussion dominiert hätte. Das zeigt uns aber, wie vielfältig die Thematik ist. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen. Mir hat das Zitat von Hölderlin gefallen. Ich habe noch ein anderes gefunden, schon zu meinen UN-Zeiten, das ich immer gern gehabt habe und das auch gleichzeitig eine Mahnung an die Mitgliedstaaten ist. Das stammt von Harry Truman, der ja nicht nur rühmlich aufgefallen ist in der Weltgeschichte. Er hat bei der Gründung der UN gesagt, wir selbst müssen uns die Lizenz verweigern, immer das zu tun, was wir wollen. Das ist einer der Daseinszwecke, so eine Art Softformulierung des Multilateralismus. Ich möchte damit Ihnen nochmals ganz herzlich bedanken und möchte das Meeting beschließen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank für die Teilnahme.